Ja, es ist endlich soweit, der BLN-Trip beginnt und wir sind jetzt an einem Ort, den ihr eigentlich kennen dürftet. Ich drehe mich einfach mal. Also hier sind wir nicht das erste Mal, aber für heute das letzte Mal, denn wir brechen jetzt auf. Und ich würde auf jeden Fall sagen, wir beginnen hier in Schwedt, fahren jetzt erstmal 30 Kilometer in eine etwas größere Stadt und dann geht's weiter. Also heute haben wir irgendwie 54 Kilometer vor uns und let's go! Ja, die erste Etappe haben wir hinter uns. Wir sind jetzt ungefähr 11 Kilometer gefahren. Ihr habt ja jetzt gesehen, so, wo wir überall angehalten haben. Und es ist eigentlich richtig geil. Also das Wetter, es ist irgendwie angenehme Temperaturen. Der Rucksack ist angenehm schwer. Es wiegt zwar ein bisschen viel, aber es ist irgendwie richtig geiles Feeling so. Also kauft euch unbedingt irgendwie ein Board, wenn ihr da mit dem Gedanken spielt. Das ist auf jeden Fall richtig geil. Wir fahren jetzt noch weitere 20 Kilometer. Dann haben wir erstmal eine größere Pause und ja, mal sehen, ob wir das schaffen. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no. So, wir haben es endlich geschafft. Wir haben den ersten Zwischenstopp erreicht und wir sind jetzt fertig. Und wir haben so ein kleines Problem. Wir müssen über die Brücke und die ist abgesperrt. Ich denke, man sieht das. Und wir müssen da einfach durch. Ich denke mal, ja, das kriegt man hin. Aber wir sind auf jeden Fall fast in der ersten Stadt, wo wir kurz Pause machen können. Und es ist eigentlich richtig geil hier, also es macht richtig Spaß und ja, mal gucken, was uns noch so erwartet. Leute, wir haben es endlich geschafft, wir sind in Angermünde angekommen und das waren jetzt ungefähr 35 Kilometer. Wir haben dafür 3,5 Stunden gebraucht in etwa. Oh, ist nicht schlecht. So, wir sind jetzt endlich in Angermünde angekommen. Das ist der erste wirkliche Stopp seit Schwedt. Und ich bin so froh, dass wir jetzt endlich was essen konnten. Wir sind auf jeden Fall jetzt wieder bereit für die nächste Etappe. Und jetzt geht es noch 20 Kilometer weiter und dann sind wir endlich angekommen. Natürlich fängt es jetzt auch noch an zu regnen. Es ist 14 Uhr und wir haben einfach 100% Gewitterwahrscheinlichkeit. Es fängt schon an zu regnen und ich weiß nicht, man sieht, denke ich mal, dass die Wolken und so auch nicht gerade die hellsten sind. Deswegen. Okay, das wird interessant, okay. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. Leute, guckt euch mal diese Boards an. Das ist mehr als eklig. Wir sind gerade durch 500 Nacktschnecken, wenn das reicht, durch irgendwelche Baumsubstanzen, die nass an uns hochgespritzt sind, gefahren. Und ich muss sagen, langsam wäre eine Dusche nicht schlecht. Oh Scheiße. Leute, wir sind endlich angekommen. Wir haben jetzt unseren Wohnwagen, wo drin wir heute Nacht übernachten werden. Und ich mache einfach mal so eine kleine Roomtour. Ist wirklich klein, weil die ist halt nicht so groß. Aber es ist halt ein bisschen so leicht gehalten. Aber hier, das eine Bett hier, kann man noch so lesen oder so oder Fernsehen gucken. Und hier sind noch zwei andere Betten. Also ist machbar, denke ich mal, für 10 Euro pro Nacht. Ist das, denke ich mal, voll okay. Wir sind jetzt erstmal fertig, legen uns ins Bett und das war der erste Tag der kleinen Reise und oh Gott, das ist echt anstrengend. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder und bis dann.